Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile dieses Himmler Relax Sessels. Und zwar heißt der 7522 Zero Stress. Ein Relax Sessel der modernen Art. Sehr wohlige Formgebung, eine knallige Farbe, drehbar, macht einen soliden Eindruck. Das ist alles Metall. Das sind zwei Bremsen zum Öffnen und Schließen. Und dann hat es hier einen Hebel. Wie funktioniert der Sessel? Ganz einfach. Ich öffne beide Bremsen, kann mich jetzt einfach durch Körperdruckverlagerung hier nach hinten lehnen. Die Armlehne verschiebt sich mit. Ne, verschiebt sich nicht mit, aber ist trotzdem sehr bequem. Und dann habe ich hier diesen Hebel fürs Fußteil. Das klappe ich hoch. Es ist besser von der Funktionsweise, erst nach hinten zu gehen und dann das Fußteil zu klappen. Dann habe ich gleich die ideale Position. Hier oben ist keine Verstellung. Nein, hier ist keine Verstellung. Ich liege trotzdem bequem. Es ist etwas mehr aufgepolstert. Der Sessel. Sehen Sie, jetzt habe ich ein bisschen ein Problem im Drücken. Deshalb erst habe ich jetzt beide Bremsen auf. Erst Lieblingsposition, mache ich Bremse zu, Hebel. So funktioniert Zero Stress am besten. Meine Meinung, solide, feine Qualität, etwas gewöhnungsbedürftige Bedienung. Nachteil sicherlich der hohe Preis bei Himmler, aber kann man kaufen, wenn man Eyecatcher will und wenn einem die Technik gefällt. Advertising, profischnapp.de, Markenoutlet für Markensofas. Online und offline hier in Empfingen. Auch Relax-Sessel haben wir zu Genüge, wie zum Beispiel dieses Stück, welches ein Messestück von Himmler ist. Natürlich wesentlich günstiger als regulär. Schauen Sie mal durch und es würde mich freuen, wenn Sie nach Empfingen kommen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.